da sind wir wieder. Hier ist der Nachtzug nach Hamburg, der Podcast von Reiko Schmidt, die 892. Ausgabe. Ich freue mich sehr, dass ihr wieder mit dabei seid. Es ist 1.30 Uhr und ich bin richtig, richtig müde. Was heißt das? Ich habe in meinen alten Rhythmus weitgehend zurückgefunden. Der Jetlag ist so gut wie überwunden. Gestern war ich ja noch nachts um 3 putzmunter, aber jetzt ist es 1.30 Uhr, ich bin müde. Alles wird gut. Dankbarkeit ist eine Sache, die man nicht von jedem Arbeitgeber erwarten kann. Viele Menschen sind aus diesem Grund auch sehr unzufrieden in Deutschland mit ihrem Job, weil sie zu wenig Dankbarkeit und zu wenig Anerkennung finden. Dabei ist manchmal ein nett und ehrlich gemeintes Dankeschön eine gute Lösung, um die Leute bei der Stange zu halten. Aber viele Arbeitgeber machen das nicht und ein nicht unerheblicher Prozentsatz an Deutschen ist deswegen sauer auf seinen Arbeitgeber, weil er das niemals tut. Allerdings gibt es auch Ausnahmen. Ich kenne, bei Freunden kriegt man ja manchmal so mit, diese Geschichten, Außergewöhnliches geleistet und da meine ich wirklich außergewöhnliche Leistungen von Führungskräften in deutschen Unternehmen oder in Global Players, sagt man ja heute dazu, also in großen Weltmärkten, die ihren Sitz in Deutschland haben, dass dann schon mal der Chef mit einem Blumenstrauß am Schreibtisch steht, in den dann mal 1.000 Euro reingebunden worden sind. Einfach so als Dankeschön. Ist aber eher die Ausnahme. Sowas gibt es nur noch selten. Aber ein Freund von mir, der hat heute die Dankbarkeit seines Arbeitgebers erfahren dürfen. Und zwar, ja, was die geleistet haben, will ich jetzt gar nicht so sehr detailliert sagen, denn so ein bisschen Privatsphäre muss trotzdem noch sein im Podcast. Der arbeitet auf jeden Fall bei einem sehr bekannten Unternehmen und die haben einen Award gewonnen. So viel soll dazu erstmal genügen. Und da kam deren Führungsetage auf eine tolle Idee. Ein Dankeschön in Schokolade gegossen. Finde ich eine süße Idee im doppelten Sinne des Wortes. Und diese Möglichkeit, die wollte ich euch heute kurz vorstellen, denn auf diesem Geschenk, also wenn man das aufklappt, sieht man eben einen Spruch aus Schokolade, den man bestellen kann. Und auf diesem Geschenk war auch eine Internetadresse aufgedruckt, www.schokolissimo.de. Schreibt sich nur mit CH Schokolissimo, falls ihr es euch mal anschauen wollt. Ansonsten gibt es den Link natürlich auch auf der Nachtzug nach Hamburg Homepage. Und da kann man Sprüche bestellen. Man ruft sich also die Seite auf, gibt dann den Spruch ein, den man auf der Schokolade haben will. Und die Schokolade wird dann genau so produziert und an die vorausbestimmte Lieferanschrift gesendet. Kostet 6 Euro und ein paar Äpfelstückchen. Also ist absolut bezahlbar und eine sehr, sehr nette Idee. Und es muss ja nicht unbedingt der Chef an seine Mitarbeiter sein. Ihr könnt ja vielleicht euren Schatzi mal mit einer schönen Schokolade überraschen. Vorausgesetzt natürlich, Schatzi mag Schokolade, aber das tun ja fast alle. Und darauf dann diesen netten Spruch, den ihr euch ausgedacht habt. Man muss sich mit den Buchstaben ein bisschen beschränken. Man kann Buchstaben und Ziffern und auch ein paar Symbole, wie ein Smiley zum Beispiel oder ein Herzchen, da drauf setzen. Und wenn man Lücken lässt, wenn man also zwischen Worten einen Abstand lässt, dann wird dieser Abstand mit weißer Schokolade aufgefüllt. Sieht so ein bisschen aus wie ein Scrabble-Spiel. Schaut es euch am besten mal an auf der Homepage, wenn ihr es für eine gute Idee haltet. Ist auf jeden Fall mal ein individuelles Geschenk. Nichts von der Stange. Das zeigt, ihr habt euch Gedanken gemacht und dabei noch was Süßes geschenkt. Das war's für heute. Dankeschön fürs Zuhören, für den Speicherplatz auf euren Geräten. Ich sag Moin, Mahlzeit oder guten Abend, je nachdem, wann ihr mich hier gerade gehört habt. Und dann hören wir uns auf jeden Fall morgen wieder. Dann aus Bremen, euer Reiko. Mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein. So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen. Iswas Dog mit Malte Asmus. Überall, wo es Podcasts gibt.